Ja, dann klappt den Mund auf, wieder zu. Nochmal auf, wieder zu. Blickt sich hilfesuchend oder seinen Kameraden um. Also, Rafim lächelt inzwischen breit und nickt die anderen an. Ich hab's euch doch vorher gesagt. Ich glaube, wir sind hier falsch. Nee, wir wollten doch zum Praios-Tempel. Das ist schon richtig. Ja, wir sind trotzdem falsch. Guck mal, ich habe hier den Finger des heiligen Gilborn gekauft. Boltax! Boltax, pack das nicht an, das ist von einem Affen. Nein. Oh! Da ist noch Fell dran, siehst du nicht? Was? Der heilige Gilborn hatte kein Fell? Also, Jalan, was willst du ihn jetzt wieder mitnehmen? Euer Hochwürden, ich verstehe nicht. Warum wollt ihr diesen Mann sich freikaufen lassen? Ich bin kein kleines Vergehen. Sie schüttelt so ein bisschen mit dem Kopf. Nein, ich diene dem Markverweser der Reichsmarkfasar. Laszlo Straßburg. Was wollt ihr denn jetzt? Wollt ihr ihn hinrichten lassen? Ja. Mit oder ohne einem ordentlichen Gericht? Mit, versteht sich. Habt ihr das selber schon geführt? Natürlich nicht. Ich bin schließlich kein Gewalter des Praios. Wollt ihr eine Zeugenaussage unterschreiben? Ja. Sehr gut. Dann, Moment. Sie geht einmal zu einer kleinen Vitrine, holt da dann mehrere Zettel raus aus Pergament und hält euch dann jeweils eine Zeugenaussage hin. So ein Standardformular. Kennt ihr vielleicht aus Gareth. Und es ist eigentlich nur noch zum Ankreuzen, was wer falsch gemacht hat. Also nicht mehr so zum Ausfüllen, den Tatergang, sondern einfach nur ankreuzen. Kreuzen Sie die Beschuldigung an. Gibt dann einen Federkiel und Tinte. So. Aufwiegelei. Brauchen wir eine Zeugenaussage oder ist das dann immer die gleiche? Das würde es günstiger machen. Ich denke, meine Kameraden werden meine Worte sicherlich bekräftigen können. Was meint ihr mit günstiger? Wir müssen für die Zeugenaussage bezahlen? Sie schreibt oben auf das Kopfdokument, schreibt sie dann noch eine 6 drauf. Nun, so wie ich das sehe, bezahlen wir dafür, dass dem Mann ein ordentlicher Prozess gemacht wird. Hinrichten hätten wir ihn schließlich auch selbst können. Ich verstehe die Stadt immer weniger. Was für ein seltsames System. Und wir sind schließlich mitten in zivilisierten Landen, sagt ihr alle mit einem skeptischen Seitenblick auf die Gewalt. Wir können nicht einfach selbst Hinrichtungen vornehmen. Wir sollten nicht, auf jeden Fall. Also, wir könnten schon. Ja, deswegen sagte ich ja, wir sollten nicht. Was in solchen Situationen ganz gewiss nicht mehr. Jetzt sind wir schon hier, jetzt können wir ihn ja auch der Gerichtsbarkeit übergeben. Ja, richtig. Ja. Und billiger würde es auch nicht werden, denn wenn wir ihn nicht in irgendeine Gasse werfen wollen und einen solchen Herd riskieren, dann hätten wir dieselbe Summe eben an die Priesterin der Umgulschach gezahlt. Insofern. Aber die Pareinecke hier würde euch das auch sehr streiten, wenn ihr jetzt eine Seuche lostreten würdet. Sie schüttelt so ein bisschen züchtigend mit dem Kopf. Können wir ihn nicht einfach in den stinkenden Fluss werfen? Wir könnten ihn uns zum Vorteil machen, als Geschenk für Trumegaterion. Jetzt stellt euch nicht so an, es sind nur 5 Silbertaler. Abelmir, das ist immer noch eine Person, Gegenstand, den man schenken kann. Er ist ein Bombardianer. Also gut, 4 Silber. Sie hält ihre Hand auf. Ja, dann kritzelt gerade noch seine Unterschrift unter dieses Papier. Reicht ihr das dann? Nun gut, Abelmir, bezahl die Frau doch. Sie deutet auf eine kleine, sehr klein geschriebene Text, ist es wohl Tudamidia. Du hast es eben mit deinem schlechten Auge nicht so gut gesehen. Auch ohne Unterschrift gültig. Ja, 10 Knirschen reichen die 4 Silbertaler oder die Denare, wahrscheinlich. Ausgezeichnet, damit können wir eben den Prozess machen. Er wird dann hingerichtet. Sie guckt sich das kurz an, nickt. Kreuzt irgendwas an, streicht irgendwas durch, fand deine Aussage. Sehr gut. Mich würde noch interessieren, wie der Mann heißt. Immerhin, das wäre auch angemessen zu wissen, nicht wahr? Ja, gebrochener Unterkiefer. Draußen ist sicherlich ein Wasserbad. Schaut mal neben dem Parainetempel nach, da könnt ihr dann kurz reinhalten. Vielleicht solltet ihr vorher die Pferde oder sowas wegscheuchen, die daraus trinken. Dann könnt ihr vorher noch den Namen fragen. Bringt ihn danach wieder her. Natürlich. Abdank. Ja. Egal, wo ins Licht auch über euch wachen. Wer? Es
Ein neuer Heiliger. Es ist nicht so wichtig. Wir gehen raus, ja? Es ist nicht so wichtig. Er hatte den Schädel und ich habe jetzt den Fingerknochen. Komm, Boltax. Ich packe ihn irgendwie an den Kragen und zieh ihn etwas mit, wenn er nicht gehen will. Nee, du wolltest doch den Mann befragen. Schrott. Also, Albuin nicht den Kopf von Gilborn? Ach so, ich dachte von Albuin selbst. Nein. Den hätte ich ja. Naja, das wäre doch sehr pietätlos, oder? Nun, der Umgang mit toten Heiligen erscheint manchmal, wenn man drüber nachdenkt, ein wenig pietätlos. Aber lasst uns gehen. Ja. So könnt ihr direkt neben dem Paranetempel einen Wassertrog für Pferde finden, wo ihr noch ein paar Esel wegscheuchen könnt und dann seinen Kopf in das Wasserbad tauchen könnt, wo er nach kurzen Augenblicken auch wieder zu Bewusstsein kommt. Mein Gesicht. Als Maul, wir stellen die Fragen. Gut, Voltax, möchtest du? Junger Mann, wie ist denn dein Name? Beim heiligen Herrn Borbarat. Sie nennen mich Morios. Morios? Morios aus Medena, nehme ich an. Ist keine Antwort. Also ja, entweder ja. Mein Gesicht tut weh. Ja, das kommt vor, wenn man in eine brennende Faust fasst. Naja, mit dem Gesicht voran. Du kommst aus Medena. Ja. Gut. Dann erklär uns doch mal, was du hier genau machst. Anwerben. Für wen? Für was genau willst du anwerben? Für die heilige Kirche des Borbarat Xamanot. Zu Diensten okay. Xeran, dem Unersättlichen. Und wer ist dein direkter Vorgesetzter? Ich zuck mit den Schultern. Xeran. Du gehst dann zu Xeran in seinen Palast oder was auch immer er hat und Xeran sagt, hey, geh doch mal nach Fasar und kümmere dich darum. Ich bin diplomatischer Gesandter und ich berichte an das Goldene Haus. Aha, und wer ist dort dein Kontaktmann? Meister Jon. Aha, gut. Und wie tretet ihr miteinander in Kontakt? Gehst du dann einfach dahin oder weiß ich? Gibt es einen geheimen Gruß, eine geheime Grußformel? Ich schicke die Leute nach Fasar. Von Fasar aus nach Medena. Und wie geben sie sich dort zu erkennen, dass sie von dir geschickt worden sind? Oder kommen die da einfach hin und sagen, hey, wer hat mich geschickt? Ich gehe jetzt in diesen Taverne oder wo auch immer hin. Er nickt. Ah, gut. In welche Taverne? Sie sollen sich einfach nur in Medena vorstellen, Mann. Wenn sie es geschafft haben, dort anzuwerben, sie sollen einfach nur noch scheiß Medena rein. Wir brauchen Streitkräfte. Aha. Aber ich dachte, die Barbaratkirche wird von dieser unheimlichen Elfin geleitet. Hier, Scharlachkraut. Das hätte sie wohl gern. Spielt sich so auf, ja. Verkündet das wahre Wort und sagt, dass Xerans Glaube der falsche ist, aber... Ja. Der Schuldschein in meiner Tasche sagt was anderes. Ich weiß ja nicht, also... Die war fähiger als du. Ich kram den Schuldschein aus seiner Tasche. Du kannst reingucken. Er bekommt wohl pro Tag eine Dukate von Xeran, dass er da steht und... das wahre Wort predigt. Also, ui. Er bekommt das als Bezahlung und selber kann er dann nochmal zwei Dukaten an die Markt Khajiit richten, damit sie dann eben hier... das ist so ein bisschen sein Vertrag, sein Schuldschein. Ich zeig das den anderen. Ja, Xeran zahlt gut. Gibt es irgendwelche Erkennungszeichen, Insignien, die ihr in Medena tragt? Wenn sie sich dort bewerben und dann vom Stadtrichter Timoron eingestellt werden, dann ja, natürlich. Sie bekommen Zeichen der Stadtgarde von Gero Siebenstedt und... Timoron und Gero Siebenstedt. Wer ist dieser Gero Siebenstedt, der Anführer der Garde? Ist der Kommandant der Stadtgarde. Gut zu wissen. Dieser Run, habt ihr noch eine Frage? Von wem habt ihr die Formel gelernt? Vom Hochpropheten.
Ist das der Bucklige? Hm. Ich glaube, der Bucklige nennt sich der Pontifex. Pontifex also Maximus. Ja, 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 sicher. Ja, und so, auch von Zauberern im Roten. Das ist der Proprior. Mann, ich muss... Was wollt ihr denn jetzt? Ich muss... Versaß eine gefährliche Stadt. Ich muss hier auf mich aufpassen. Ich denke nicht, dass du dazu noch Notwendigkeit hast. Wir brauchen Soldaten. Wollt ihr mitmachen? Ihr seid stark. Ihr kriegt sicherlich 5 Dukaten am Tag. 5 Dukaten? Das ist ja eine ganze Menge. An wen müssen wir uns denn wenden, wenn wir in Endina sind? Weiß ich nicht. Kommt drauf an, ob Xeran noch da ist oder nicht. Aber ansonsten an Borix oder an Zobaran. Mhm. Oder an Gero. Oder an Timoron. Ja, wer ist dieser Gero denn nun? Gero Siebenstedt, hab ich doch gesagt, Mann. Der Kommandant der Stadtgarde. Ja, natürlich. Ihr könnt euch eigentlich bei allen melden. Solange es nicht irgendwelche Spione von Hafak sind. Alter, bestimmt auch schon da. Ich versichere. Was meintet ihr denn eben, wenn Xeran noch da ist? Weiß ich nicht. Vielleicht ist er auch beim Heerlager. Bei den Amazonen, Mann. Die sind verrückt. Ich bin froh, dass ich nicht da sein muss. Ich dachte mir, in Fasar kann ich mir ein einfaches Leben, Mann. Zwar gefährlich und so, aber zumindest muss ich nicht mit den Amazonen leben, Mann. Die sind echt verrückt. Magdalena, Ehrenatter. Ey, die reiten auf Zanz. Ich Moment. Glaube nicht, dass ihr in einer Position seid, dass ihr euch über den Geisteszustand dieser Damen beklagen könnt. Klar, Mann, hast du Nakiga gesehen? Das ist eine Alpenniwesin. Die war mal Rondra Geweihtin, ich glaube, so oder sowas. Und dann hat die Vision bekommen von Belhalha. Die ist richtig krank. Ich hau ihn. Ah, mein Kiefer! Junge. Oh. Hat noch jemand irgendwelche gewinnbringenden Fragen? Ansonsten bringen wir ihn jetzt weg. Ist euch die Schwere eurer Tat bewusst? Was? Habe ich zu wenig bezahlt? Darun wollt ihr wohl? Was? Ihr macht das so gut. Ich bin sehr stolz auf dich. Oh, na gut. Also, ja, alles recht problematisch über das, was du hier redest. Und wir gehören der gegenseitigen Fraktion an. Wir bedanken uns erst einmal sehr für deine Kooperation. Gehört ihr zu Hafax? Oh nein! Wie zu Hafax? Sehen wir aus, als wären wir mordlustige Irre? Nein. Weil er war auch relativ... Naja. Mir läuft es kalt den Rücken runter, wenn ich daran denke, als wir ihn getroffen hatten. Wie dem auch sei. Nein, wir gehören formell dem Mittelreich an. Also ich bin ein Zwerg, ich gehöre eigentlich dem Hochkönig an, aber die anderen sind die Helden des Mittelreichs und das ist eine ziemlich dumme Situation für dich. Das Mittelreich gibt's doch gar nicht mehr. Doch. Habt ihr irgendwie in der falschen Taverne genächtigt? Habt ihr vielleicht aus dem Pferdetrog getrunken? Moment. Habt ihr in Teriyak gebadet? Kann ich mir nicht leisten. Wir sind, die gibt mir Kraft. Also, nur um es ganz kurz zu umreißen. Euch ist bewusst, dass Wahrung von den Streitkräften des Mittelreiches eingenommen wurde durch unser Zutun. Euch ist bewusst, dass wir den Schwarzen Drachen gefällt haben. Euch ist bewusst, dass Oron gefallen ist, nicht wahr? Was? Ja, das waren alles wir, keine Ursache. Aber, ja. So Scheiße, ich verstehe gar nichts mehr. Das wundert mich nicht. Sitzt Borberat nicht auf seinem Thron? Borberat ist tot. Was glaubt ihr, warum er eure bucklige Mistkröte von Xeran braucht, um seine Worte zu verbreiten und es nicht selbst tut? Borberat ist tot? Und habt ihr ihn jemals lebend gesehen? Aus der Entfernung. Als er Mendena eingenommen hat. Das war Hafax. Was? Nein, ja. Mann. 1000, wann war denn das? 19? Da war ich noch ein Kind, aber... Also was heißt ein Kind? Ein Jugendlicher, Mann.
Aber ich habe Borbard gesehen. Ja, was auch immer. Er ist jedenfalls schon über 10 Götterläufe tot. Echt? Ja, so ungefähr. Und soweit ich weiß, hat der Verräter Hafax Mendena damals eingenommen. Zusammen mit seinen Maraskanern. Und ihr habt offensichtlich eure Seele verkauft, um, naja, diese Magie wirken zu können, die Raphim ordentlich am Arm wehgetan hat. Das ist euch bewusst, oder? Ihr habt mich angegriffen. Nein, es geht jetzt wenig. Ich hab euch doch gar nichts getan. Ich stand da oben, hab gepredigt, ihr kamt runter, habt mich angegriffen, ich konnte nichts mehr reden, ich konnte nicht mal mehr Luft holen und dann war ich wieder da und konnte euch wieder hören und dann... Ich hatte Angst vor dem großen Mann, was soll ich denn jetzt tun? Sterben. Das ist das Problem, wenn man mit ihnen redet, oder? Man könnte glatt Mitleid bekommen. Nur mit manchen. Der hier scheint zu dumm zu sein für sein eigenes Wohl. Also an dieser Stelle muss ich nochmal festhalten, dass Bärenreiten ganz eindeutig besser ist, als auf Dämonen zu reiten. Nur falls ihr jetzt in euren Tod geht, denkt nochmal drüber nach. Okay. Ja. Nun gut, schaffen wir ihn weg. Ich dachte, ich gebe ihm noch einen guten Gedanken mit. Jalan, wollt ihr ihm nicht wenigstens noch anbieten, ich weiß nicht, was ihr Gewalten so macht, seine Seele zu reinigen und den Dämonen zu entsagen, bevor... ich weiß nicht. Ich bin kein Gewalter mehr, Voltax. Ich bin mir sicher, die Tempelvorsteher hier werden sich darum schon kümmern. Ihnen in den gegebenen. Da machen wir uns nichts vor. Ich habe auch so eben schlechte Erfahrungen mit solchen, nun ja, Exorzismen gesammelt. Ja, wer sagt denn, dass wir dabei sein müssen? Ich dachte, wir könnten ihn bei einer Stelle abgeben und wie macht es dann? Ich weiß nicht, Fasar wirkt so, als hätte sie genau dafür Spezialisten. Nun, genau dafür ist der Scheiterhaufen da. Das Feuer reinigt die Seele und sie kann dann nach Alvaran aufsteigen. Das ist richtig. Feuer reinigt. Gut, bringen wir ihn hinein. Die Kirche des Priors wird sich sicherlich darum bekümmern. Ja, so könnt ihr ihn bei der Hüterin der Ordnung wieder abgeben. Die wird dann nochmal die Zeugenaussagen begutachten, die sie selbst korrigiert hat, nicken und dann gemeinsam mit ihm in Richtung der Treppen zum Minarett gehen, um ihn dann nach einem sehr kurzen Prozess von den Brücken zu stürzen und ihn so zu hängen. Als ihr wieder nach draußen auf den Yol Topaz tretet, könnt ihr, während ihr euch dann noch so ein bisschen umseht, links von euch steht irgendwo der Ingrim-Tempel, rechts von euch der Parain und der Travia-Tempel, könnt ihr es dann irgendwie knacken über euch hören und dann seht ihr, wie sein Genick gebrochen ist und er runterbaumelt. Eigentlich war er kein böser Mann. Nun ja. Er hat aber sehr schlechte Entscheidungen getroffen. Das darf nicht ohne Konsequenzen bleiben. Sprechen wir doch einmal von weiteren schlechten Taten. Raphim, wer sind denn jetzt die Prios-Geweihten, die dich angegriffen haben? Der ist vermutlich tot. Oh ihr Götter, das habe ich ja ganz vergessen. Seht ihr, wollen wir noch einmal hinein, damit sie euch erklären können, dass das keine Prios-Geweihten gewesen sind? Also, gerne. Na gut, dann zurück. Wartet da hinten, da wird doch ein Amulett angeboten vom... Wollt ihr dieses Amulett nicht kaufen, Jalan? Es ist ein Ukuri-Amulett. Nein, Voltax. Nein. Aber warum? Ihr habt ein Halstuch gekauft und... Wirf immer eine Sinnschärfeprobe, Jalan. Okay. Und die schönen Teller. Also ich denke, da würde so ein Amulett sehr gut passen. Das wäre ja auch ein wunderbares Geschenk für eure Frau. Könnte sie schön um... Kriegst du einen Anteil von denen? Nein, aber ich dachte, ihr hättet vielleicht Interesse, weil ihr Prios ja früher so nahe stand. Gerade weil ich Prios so nahe stehe, werde ich mich nicht auf einen solchen Handel einlassen. Nun gut, kommt jetzt, wir müssen noch Raphims Bedenken ausräumen. Könnten wir gerne mal eine Gassenwissenprobe würfeln? Jetzt kommt vor allem, von Raphim möchte ich keine haben. Nur von Raphim? Nur von Raphim.
vom Raphim. 8 Punkte, 7 Punkte. Ja, du kannst dich im Praios-Tempel ein bisschen umsehen und ja, da sind sie nicht, aber wenn du dann wieder nach draußen trittst, kannst du direkt daneben ein Teehaus erkennen und da sitzt du dann oder da siehst du dann jemanden sitzen mit 2 blauen Augen und einer gebrochenen Arm oder sowas. Du guckst dir kurz an, ja, das sind die 3 von gestern. Oh, ich hab sie gefunden, ja, allein da vorne sitzen sie. Nun, seht ihr, dann bin ich mir sicher, sie werden auch bald ihrer gerechten Strafe zugeführt werden. Ja, weil sie jetzt in dem Praios-Tempel sitzen, das ist ein häufiges Versteck für die Unlauteren. Was heißt Versteck? Man hat die offensichtlich in der Zeit hochgenommen. Die sitzen da vorne im Café. Bitte? Ja, schau mal, also die trinken da einfach nur Tee. Vielleicht auch. Ich stürme auf die 3 zu. Hey, ihr da! Hä? Ja, Preis zum Gruß, was? Preis zum Gruß, dieser Mann hier entschuldigt euch, ihn angegriffen zu haben. Mit Gift auf offener Straße. Wann war das denn? Ach du! Oh, hallo. Sie kneifen so ein bisschen die Augen zusammen und stehen dann auf in ihren Sitzsäcken. Willst du noch eine Tracht Prügel haben, Kleiner? Oh, ich mag die Jungs. Diesmal ohne deinen Bären, ja? Ist gar nicht mehr so groß. Nur noch fett. Was geht hier vor sich? Wie, was geht hier vor sich? Der Fetzer hat uns angegriffen. Warum treuen Mann diesen Gewalten auch noch auf offener Straße an? Er hat uns angegriffen. Also, sie wollten mich beklauen. Du guckst dir ein, der, ja, ist es ein Geweihter? Ist es ein Sonnenlegionär? Er hat 12 Ohrringe in einem Ohr. Ganz merkwürdig. Und sie tragen unglaublich viele goldene Ringe. Also, die wollten mich beklauen. Ich wollte nicht beklaut werden. Warum beklaut ihr den Mann? Er hat uns ins Gesicht geschlagen. Ja, ja, und auf den ist Mira auch draufgetreten. Meine Brust tut immer noch weh, Arschloch. Das will ich hoffen. Was ist das jetzt mit denen? Kannst du alleine nicht mehr kämpfen? Brauchst du jetzt deine Freunde oder was? Was? Nur nicht was geht hier vor sich? Nur nicht eifersüchtig sein, nur weil ich vernünftige Freunde hab und du diesen Lappen da und den anderen. Ja, also ihr drei Herzlöster, gehört ihr jetzt zum Praios-Tempel oder wie oder was? Klar, wir sind Sonnenlegionäre. Du, was? Was für eine dreiste Lüge. Du bist doch... Ja, dann sag doch mal was. Er klopft sich so ein bisschen auf die Brust. Wir sind sogar Greifenreiter. Ich stürz mich auf ihn. Tja, mit den Fäusten voran. So könnt ihr euch... Ich zeig dir einen Greifen! So könnt ihr euch ungefähr 5 Minuten lang mit ein paar Sonnenlegionären prügeln. Nach und nach stürmen noch ein paar Leute aus der Teestube, die ebenso versuchen, ihren Freunden, ihren Kollegen zu helfen. Und ja, nach ungefähr 5 Minuten... Ihr kriegt jetzt alle mal ein paar Schadenspunkte. Hey, Moment. Ich setz mich hin und trink Tee. Okay. Ich setz Ahnung mich dazu. Jeder von euch kriegt, jeder, der mitkämpft, bekommt 6 Trefferpunkte, also Trefferpunkte Ausdauer, also 3 Schadenspunkte. Rüstung ignorieren, ihr habt keine Rüstung, ihr seid im Urlaub. Und ja, dann habt ihr blaue Augen, geprellte Rippen, aber vor euch liegen dann so grob 10, 12 Sonnenlegionäre auf dem Boden. Von den Raphim vermutlich 8 bis 10 selber gemacht hat. Wahrscheinlich und schon. Und wir nur den Rest. Ich erkläre, ist das ein schöner Urlaub zu Lamin. Oh, schön, dass du mich eingeladen hast. Lügner, dreckige Betrüger, Frevelei! Ich gebe dem Letzten noch einen Tritt. Komm, ja. Raphim, wir gehen! Ja, du kannst sehen, wie sie wohl selbst aufgenähte Zeichen von der Sonnenlegion oder auch von den Greifenreitern haben. Das sind halt selbstgemachte Flicken, die sie aufgebracht haben an ihrer Rüstung. Ich reiß noch irgendwie einen davon ab, wenn das geht. Dann werde ich voll rechtschaffenem Eifer aus diesem Tempel stürmen und mir vornehmen, nie wieder zurückzukommen. Oh, Zulami, das ist so ein toller Urlaub hier. Es ist so schön, dass du uns alle eingeladen hast. Das war eine wirklich sehenswerte Vorstellung, Raphim. Ja, definitiv, definitiv. Das war sehr schön. Herr Kellner, die Rechnung geht auf die... 12, die da im Staub liegen. Ja, geschwätziges Gerede. Du verstehst nur die Hälfte. Es klingt sehr aggressiv. Sie benutzen ihre Hände zum Vermitteln und am Ende kannst du noch sehen und hören, wie die Kellner auch noch den Sonnenlegionären in die Rippen treten.
Aber der Tee war gut. Ja, du hast doch auch sehr gut gesessen, Boltax. Ja. Oh, das war schon bequem, diese Sitzsäcke. Womit sind die denn gefüllt? Oh. Mit Körnern normalerweise. Oh. Was gucken wir uns denn jetzt an? Ah, kommt doch mal hier rüber. Zulamin geht zu einer Stelle, wo man ein bisschen über das Tal schauen kann, also über die Stadt im Endeffekt. Also hier zur Linken, da seht ihr schon die Bauten der Erzzwerge. Oh. Dann diese drei niedrigen Aburcha, da wohnt Manach Tergom, der uns eingeladen hat. Und das wäre vielleicht für euch interessant, Isarun. Dieser Turm, in der er nur ganz wenige Fenster hat, das ist der Burj Asrar. Das ist der Nandus-Tempel hier. Und wir hatten auch noch die Sphinx auf der Liste, aber die ist leider in die ganz andere Richtung und noch ein ganzes Stück. Aber dann müssen wir einfach wieder zurück zur Zedernallee. Was meint ihr? Naja, wenn wir schon mal direkt bei den Erzzwergen sind, könnten wir doch da hineingehen. Oder? Ja. Erlauben die keine Besucher? Ach, die werden bestimmt. Das kommt drauf an. Bestimmt eine Ausnahme für ehrenwerte Drachentöter machen. Ja, ich habe extra meinen Lodenmantel mitgenommen und meinen Hut. Ja, wir haben immer eine Empfehlung von Albrax und vielleicht, wenn das Gespräch gut verläuft, könnten wir sie auch fragen, ob sie uns vielleicht eine Führung durch Altacht geben würden. Denn, ich meine, sie sind ja hier die Experten. Das ist wahr. Oh. Ja, dann lasst uns doch direkt einmal dorthin. Ach, diese Art von Aktivurlaub ist genau das, was ich gebraucht habe. Ah. Ja, so könnt ihr allesamt eure Tracht auswählen, euch umziehen, wenn ihr was mitgenommen habt, und dann einen schwarzen Lodenmantel mit einem breitkrempigen schwarzen Hut tragen. Oder aber so rumlaufen, wie ihr immer rumlauft. Vor allem Abelmir sieht sehr schmuck aus in seinem neuen Mantel, den er von Albrex bekommen hat. Und der Hut, nicht vergessen. Und der Albrex Hut. Ja, so könnt ihr dann im Westen der Stadt, südlich von Mantrabat, in das gut befestigte Enklave der Erzzwerge eindringen. Ihr seht hier eine ganze Menge Bauwerke aus Zwergenguss, vollkommen schmucklos und geradlinige Geometrie, scheint euch ein bisschen zu beruhigen, vielleicht auch ein bisschen an Gareth zu erinnern, wenn ihr dann hier im restlichen Fasar die ganzen Zelte gesehen habt, die ganzen Holzbuden, die überall auf der Straße aufgebaut worden sind, hier schätzt man exakte Quader. Alles sehr niedrige Häuser und ihr könnt dann noch den einen oder anderen größeren Wachturm erkennen, von dem euch dann auch Armbrüste entgegenschauen, wenn ihr dann das Viertel betretet. Und ansonsten, viele Zwerge sind hier nicht unterwegs, eigentlich keinen einzigen, nur ein paar Esel, die hier links und rechts mal angebunden sind. Es gibt ein paar schmale Lichtschlitze, eher Schießscharten würdet ihr meinen. Und dann, nachdem ihr 2-3 Minuten durch die Gassen gegangen seid, ist alles sehr, auch obwohl die Sonne scheint, ist es hier kalt zwischen den Mauern, könnt ihr dann sehen, wie drei Erzzwerge auf euch zugehen. Ebenso in der typischen Tracht, dem Lodenumhang und dem breitkrempigen schwarzen Hut.